Mein Name ist Thorsten Weiler von der Polizeiinspektion in Wadern. Wir befinden uns auf der Bundesstraße 268, kurz vor der Ortslage Wadern-Nunkirchen. Kurz vor Mitternacht befuhr aus Fahrtrichtung Losheim kommend ein BMW der 5er-Serie die Ortslage kurz vor Nunkirchen, kam in einer langgezogenen Linkskurve von rechts nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst kam es, das Fahrzeug mit dem Heck schlug gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, drehte sich und kam nach ca. 200 Metern an einem weiteren Baum in Unfallendstellung. Es befanden sich neben dem Fahrer noch ein Beifahrer im Fahrzeug. Der Beifahrer des Wagens ist nach ersten Einschätzungen der behandelnden Ärzte leicht verletzt. Der Fahrer musste nach rund 1,5-stündigen Bergungsarbeiten mit schwersten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Wir gehen aufgrund der bisherigen Ermittlungen davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit maßgeblich für das Zustandekommen des Unfalls sein dürfte.